Hallo, Dennis hier. Ich bin Deutscher. Mächtige Sorry dafür. Aber ich spiele heute wieder ein Spiel aus meiner Kindheit. Und heute ist es das schöne Spiel Nightmare 3D. Ist, glaube ich, auch ein etwas bekannteres Spiel aus der Schäferzeit. Aber einfach mal reinschauen. Vielleicht kennt ihr es, vielleicht nicht. Jedenfalls ist noch kurz vor 7 Uhr morgens. Deshalb spiele ich nur den einfachen Schwierigkeitsgrad. Und dann schauen wir doch mal, was uns hier Schönes erwartet. Oh mein Gott, ein Ego-Shooter. Yay. Also, was hier aussieht wie die Doom Wolfenstein oder und so weiter Engine, ist in Wahrheit, glaube ich, was selber geklöppeltes. Ist wirklich so, als wäre der Auftrag gewesen, macht mal ein Spiel, das aussieht wie Doom, nur irgendwie schlechter. Und wenn das der Auftrag war, dann haben die da beste Arbeit geleistet. So, ich habe erst neulich erfahren, dass dieses Spiel der vierte Teil in der Hugo-Serie ist. Vielleicht ist das bis ein paar Leuten Begriff. Hugo's House of Horror war der erste Teil, so ein Kommandozeilen-Adventure, die ich ja eigentlich gar nicht mochte, weil dann gab es 100 verschiedene Arten, wie man Befehl eingeben konnte, und die intuitivste davon war dann in der Regel falsch. Und dann war man mehr damit beschäftigt, erstmal in Englisch-Lexikon zu gucken, welche tollen Umschreibungen für gewisse Wörter von Aktionen, die man gerne ausführen würde, es denn im Englischen noch gibt. Und am Ende hat man dann nach stundenlangem Rätselraten exakt das Richtige gemacht und hätte von Anfang an gewusst, wie man weiterkommt, aber hat dann eben rein an der Grammatik und dem Vokabular versagt. Und deswegen mochte ich die Hugo-Spiele eigentlich nicht. Es gab drei Stück davon. Das waren dann, wie gesagt, eben Kommandozeilen-basierte Spiele. Das hier wäre dann sozusagen der vierte Teil. Es geht wohl wieder mal darum, dass Hugo seine Verlobte, Frau, Freundin etc. retten muss, weil die mal wieder in irgendeinen Stress kommt. Ich glaube, im ersten Teil ist die einfach in so ein Haus entführt worden. Im zweiten Teil, keine Ahnung, den fand ich ganz merkwürdig. Und im dritten Teil wird sie im Urwald von einer Spinne gebissen. So, kommt davor. Gut, ich glaube, im ersten Level bin ich hiermit schon fast vorbei. Also man sieht es, man läuft durch ein albtraumhaftes Gebäudekomplex. Und es geht auch hier wieder darum, die Freundin zu retten vor dem bösen Dr. Hammerstein, der aussieht wie Steven Spielberg, wenn ich es richtig weiß. Ganz am Ende sieht man ihn. Ich glaube aber nicht, dass ich so weit komme heute. Okay, Level geschafft. War noch einfach. Levels sind normal sehr viel größer ausgelegt als rein das, was man bespielen kann. Also es gäbe noch haufenweise zu entdecken. Spannende Abenteuer warten auf dich. Ja, jetzt nicht auf mich, aber gut. Okay, was kann dieses Spiel? Man hat erstmal nur diese eine Waffe. Weitere Waffen bekommt man erst im späteren Verlauf des Spiels und dann wird's schwul. Weil man bekommt später einen Zauberstab und das ist so ein richtig übles Lolli-Stielchen mit einem Stern dran. Ja, es ist. Ich musste jetzt mal kurz nochmal tief in mich gehen, deswegen habe ich jetzt 2 Sekunden lang nichts gesagt. Und mir einfach nochmal so auf der Zunge zergehen zu lassen, wie doof das eigentlich ist. So, man läuft jetzt hier im Freien herum und sieht, der Nachthimmel ist, ja gut, ist halt bewölkt dort, deshalb ist schön grau. Und hier draußen gibt es immer wieder Sträucher mit roten Beeren drin und die kann man einfach wegschießen. Also da explodiert die Flora. Nichts in dieser Welt ist so, wie es sein sollte. Man sieht auch sehr schön unten links dieses Gesicht von dem Typen, der gerade so ein bisschen aussieht wie, wie Hans-Dietrich Genscher. Ist eben auch in bester Doom-Tradition, dass da das Gesicht des Protagonisten, in diesem Fall Hugo, dargestellt wird und man dann auf sehr anschauliche Art und Weise präsentiert bekommt. Ja, und so weiter. Also man bekommt dann eben gezeigt, wie sieht denn der Typ gerade aus. In diesem Fall wandelt er sich in Totenschädel. Also das war bei Doom dann auch ein bisschen cooler. Wobei, gab es das Gesicht bei Doom? Bei Wolfenstein gab es das.
Bin mir nicht mehr sicher. Ich dachte, Doom hätte auch so eine komische Fresse gehabt. Oh. Gott, dann kämpfe ich mich mal durch die Flora. Ich habe dieses Spiel früher immer wieder mit einem Kumpel zusammengespielt und wir fanden das damals echt total toll und das hatte ja so geile Grafik. Und vor allem fanden wir es total gruselig, weil dann gibt es später auch Levels, in denen dann der Strom ausfällt und dann muss man erstmal eine Weile im Dunkeln rumlaufen, bis man den Sicherungskasten gefunden hat und in der Zeit wird der Raum eben nur immer wieder kurz durch Blitze erhellt. Und das konnte dann schon reichlich gruselig werden, sag ich mal. Vor allem, wenn man eben ein Kind ist, hat jetzt noch nicht so diese riesen Ego-Shooter-Erfahrung und kennt, ja, Horrorspiele gab es zu der Zeit relativ wenig. Also, ich erinnere mich an zum Beispiel Waxworks. Das war aber eher ein First-Person-Adventure. Aber das war relativ gruselig gemacht und sehr verstörend, verdammte Scheiße. Aber so richtig diese Horror-Adventures, wie man es heute eben kennt, so im Sinne von, sagen wir mal, Doom 3, 4 und so weiter. Also nicht Doom 3 und 4, sondern Doom 3 und das Spiel 4. Aber auch nicht geschrieben V-I-E-R, sondern F-E... Ach Gott, das muss ich doch jetzt nicht vorkauen. Also dieses Furchtspiel oder Bioshock hat ja auch gewisse Horrorelemente. So was gab es damals einfach noch nicht. Zumindest nicht in dem Maße. Und dann war so ein Spiel wie Nightmare 3 schon... Ich kack mir in die Hose. Wobei das ja wie gesagt nicht so ist, dass das normalerweise nicht vorkommen würde. Nee. Genau. Später bekommt man dann noch einen Revolver und das sind dann schon alle drei Waffen in dem Spiel. Wenn man dann irgendwo total in das Versteck geht, findet man noch so einen Schalldämpfer für diese komische Feuerpistole, mit der man dann Autofeuer hat. Ist aber voll ineffizient, weil normalerweise kippt ein Gegner eh nach einem Schuss um. Man hat ja nur beschränkt Munition. Das heißt, wenn man da immer auf dem Autofeuer-Button bleibt, dann ballert der einfach, was das Zeug hält und am Ende hat man keine Munition mehr. Das ist dann der dankbare Effekt. So, weiterhin, wenn man in diesem Spiel nicht mehr, überhaupt nicht mehr weiter weiß, dann sollte man, boah, gut, hier würde sich Autofeuer vielleicht rentieren, dann kann man auf den Funktionstasten rumklicken, weil ich muss jetzt erstmal willkürlich auf den Funktionstasten rumklicken, weil ich nicht mehr weiß, welche dafür zuständig war. Dann kann man sich da unten, ja genau, F9 war es, dann kann man sich da eine Karte einblenden lassen. Und wenn man dann besonders cool ist, kann man sich noch Gegner einblenden lassen, damit man zumindest sieht, wo war man schon, wo war man nicht. Ist sehr hilfreich, weil in späteren Levels, da kriegt man zum Teil das kalte Kotzen. Gut, den blauen Schlüssel habe ich gefunden. Ich glaube, mehr muss ich hier draußen gar nicht mehr holen. Ist aber schon eine Weile her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Okay. Da ich ja ohnehin das Ganze ein wenig kürzer halten wollte, wobei ich mir inzwischen auch überlegt habe, ich habe mal einige meiner Reviews angesehen und habe gemerkt, dass ich ab und zu etwas schnell spreche und dass, wenn ich schnell spreche, ich zum Nuscheln neige. Deswegen habe ich überlegt, in meinen Reviews zu versuchen, ganz bewusst ein wenig langsamer zu sprechen. Nur mal so. Ist ohnehin ein bisschen schwierig, da ich, wie gesagt, noch einen Dialekt unterdrücken muss. Was auch mitunter der Grund ist, wieso ich immer vorhin erwähne, dass ich Deutscher bin. Weil als Schwabe weiß man nie, ob da jetzt jemand kommt, nicht so ganz versteht, was ich sage und erstmal denkt, was ist denn das für eine Sprache? Ist das Ungarisch? Und wenn das Ungarisch ist, dann gucke ich das nicht weiter. Und solche Missverständnisse will ich ja nicht verursachen, deshalb kläre ich gleich die Fronten, sag, ich bin Deutscher, alles in Ordnung und entschuldige mich dann vielmehr dafür, dass ich das immer so betone. Aber keine Angst. Und wie ich das mit der Sprechgeschwindigkeit mache, soll die Zeit zeigen. Je nachdem, ob ich gerade Zeit dafür habe, langsam zu sprechen, weil ich habe ja sehr, sehr wenig Zeit. Gerade wenn ich dann immer mal wieder Altglas rausbringen muss oder dann mal den Hof fegen und so weiter.
Da geht ganz schön was flöten, ne? So steht ihr. Gut, dann komme ich aber doch, wenn ich doch sowieso zu dem Spiel selbst nicht mehr viel sagen kann, außer dass es Shitty Bricks Isometric Pseudo-Ego-Shooter ist, dann komme ich doch gleich mal zu meinem Fazit, während ich hier die Kombination für den Tresor beobachte. Also für die Idee gebe ich mal 3 Punkte. Weil es ist im Prinzip auch nur einer dieser vielen Doom-like Ego-Shooter, die in der Zeit ja echt so ziemlich jeder gemacht hat. Ist insofern nichts wirklich Besonderes. Allerdings finde ich, muss man trotzdem betonen, dass das hier so ziemlich eines der ersten wirklichen Horror-Ego-Shooter-Spiele ist und deswegen ja indirekt auch ein Vorläufer für vieles, was wir heutzutage richtig klasse finden. Und dass man versucht, diese Horror-Elemente hier reinzubringen und auch so umzusetzen, dass man da nicht einfach sagt, ja, hier ist halt irgendwie ein Gespenst mit einer Kette dran und das macht... sondern dass man dann gerade auch so Geschichten überlegt, wie kann man verwinkelte Gänge machen und dann fällt der Strom aus, dass es eben besonders gruselig wird. Das ist dann schon cool. Und, oh, die Hexe. Und ja, dann ist zumindest ein bisschen Sinn mit dahinter. Weil, ja, die hätten auch einfach einen doofen Ego-Shooter mit Frankensteins Monster machen können. Das hätte zu der Zeit wohl so ziemlich jeder andere gemacht. Andererseits, für die Umsetzung gebe ich nur 2 Punkte, weil es ist, wie gesagt, erstmal wirklich, als hätte jemand der Auftrag gekommen, oh, wir brauchen ein Spiel, das soll ungefähr aussehen wie Doom, nur eben in Scheiße. Ja, ich sag's mal so hart, aber so wirkt das ein bisschen. Und die Steuerung ist Mist. Man steuert mit der Tastatur, also rein mit der Tastatur und das geht... Ah ne, man kann sogar mit der Maus steuern, aber da ist es genauso klobig und ungenau. Und bevor ich mit der Maus steuere, oh je, das ist Laufen ja recht furchtbar. dann fühle ich mich doch darin bestätigt, dass ich 2 Punkte für die Umsetzung gebe, weil die Grafik ist auch echt so, als hätte man sich halt keine Mühe gemacht. Und weiterhin, ja, man hat 3 Waffen, ein paar labyrinthartige Gänge, aber viel mehr ist da nicht drin. Also die Idee, ein Horrorspiel zu machen, ist cool, aber die Umsetzung leidet halt. Nichtsdestotrotz, Spielspaß gebe ich eine 4. Wieso? Ja, es ist technisch und handwerklich nicht gut gemacht, aber wie gesagt, damals weiß ich noch, dass das wirklich schlimm war, dieses Spiel zu spielen. Das ist total gruselig rüberkam und wir uns fast in die Hosen gemacht haben deshalb. Und der 2. Punkt ist die Musik. Die Musik in dem Spiel ist eigentlich richtig gut. Also jetzt hier in diesem und im letzten Level hat man fast nur gehört Dauerschleife mit ein bisschen Melodiegedödel dazu. Ist auch wahr, aber später kommen da zum Teil richtig gute Musik mit dazu und das weiß ich auch zu honorieren. Ich ordne das nicht unter Umsetzung, sondern unter Spielspaß ein, die gute Musik, weil es ist auch hier, es ist nicht so richtig handwerklich gut gemacht. Also die Melodien sind halbwegs eindringlich, aber auch die Qualität der Musik ist obliges Midi, eben nicht mehr als sonst in der Ära passiert ist, aber es sorgt halt unheimlich für Spielspaß. Und deswegen, trotz dessen, dass das Spiel absolute Macken hat und eigentlich total bekloppt ist, will ich für den Spielspaß 4 Punkte verteilen. So, kommen wir zu den Cheats von dem Spiel. Ach nee, ich habe keine Zeit. Tschüss!